Hallo ihr Lieben und recht herzlich willkommen beim Nette Leute Treff, eurem Ü40 Freizeittreff im Ländle. Und wir haben mittlerweile Dezember, also Zeit für unser nächstes Monatsprogramm, damit ihr eine kleine Übersicht bekommt, was alles im Dezember geplant ist und was wir alles tun und machen. Das seht ihr natürlich wie immer nach dem Intro. Dranbleiben, es lohnt sich. Also, wie gesagt, wir sind mitten im Dezember und starten tun wir diesen Monat und zwar am Freitag, den 1. Dezember mit unserem nächsten Nette-Leute-Treff-Stammtisch. Da geht's diesmal zum Italiener und da freue ich mich schon richtig drauf, ne? Mal wieder schön italienisch essen. Und wie immer, wenn ihr bei einem der Termine mit dabei sein wollt, dann meldet euch einfach für die Termine an, entweder wenn ihr schon Mitglied bei uns seid über die nette Leute-Treff-App oder ansonsten ganz einfach kurz und schmerzlos per WhatsApp mit mir Kontakt aufnehmen und schon könnt ihr mit dabei sein. Also wie gesagt, Freitag, 1.12., 1. Dezember geht's zum Italiener, zum Stammtisch. Dann geht's weiter und zwar am Sonntag, den 3.12. mit unserem nächsten Weihnachtsmarktbesuch und da soll's ja nach Esslingen gehen. Ne? Nach Esslingen zum Glühwein trinken auf den Mittelalter Weihnachtsmarkt und auch da seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen dabei zu sein. Und am Samstag, den 9.12. geht's in einen Besen. Und zwar in die Besenwirtschaft Lausterer nach Fellbach. Und da wollen wir einen schönen Abend miteinander verbringen. Wir wollten ja schon lange mal wieder in einen Besen gehen. Und jetzt ist es endlich soweit. Tisch ist reserviert. Und wie gesagt, wenn ihr mit dabei sein wollt, meldet euch schnellstmöglich an, damit ihr da auch noch ein Plätzchen bekommt. So, und dann geht's auch schon zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier. Ihr wisst ja, jedes Jahr kurz vor Weihnachten gibt's auch beim Nette-Leute-Treff eine Weihnachtsfeier und der Tradition folgend wollen wir auch da wieder Schrottwichteln. Also ihr wisst ja, Schrottwichteln, einfach irgendwas, was ihr nicht mehr braucht, was Kleines, was Altes, einpacken in Zeitungspapier, mitbringen zur Weihnachtsfeier und dann wird Schrott gewichtelt. Meldet euch bitte innerhalb der nächsten 2-3 Tage an, denn ich muss ja noch einen Tisch reservieren. Und ich hoffe, wir kommen da dann auch unter, wo ich geplant habe. Ansonsten müssen wir einfach umdisponieren. Also bitte, wenn ihr mit dabei sein wollt bei unserer nette Leute treffen Weihnachtsfeier 2023, dann wie gesagt in den nächsten 2-3 Tagen anmelden. So. Dann geht's schon weiter, Schlag auf Schlag, und zwar am Freitag, 22.12., 2 Tage vor Heiligabend. Da gibt's nochmal zum Abschluss in diesem Jahr einen Kinoabend und da habe ich schon mal einen ganz, ganz tollen Film so im Hinterkopf, den wir anschauen werden oder wollen, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch wie immer reichlich dafür anmeldet. Aber ihr wisst ja, Kinoabend ist immer sehr beliebt. Auch da gibt es dann natürlich wie immer einen Glühwein. Nicht wie immer, aber wie immer beim kalten Wetter, also jetzt im Winter, ne, gibt es beim Kinoabend immer einen Glühwein. Und auch da am 22.12. wollen wir Glühwein ausschenken und nochmal gemeinsam vor Heiligabend einen schönen Film anschauen. So, dann am 29.12., der letzte Stammtisch in diesem Jahr, also im Jahr 23, meldet euch an, das ist kurz vor Silvester. Mich freut's, wenn vielleicht diejenigen von euch, die dann bei der Silvesterparty nicht mit dabei sind, sich anmelden nochmal zum Stammtisch, damit man sich auch schön ins neue Jahr verabschieden kann. Und ja, meldet euch an. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Und ihr habt es ja schon ein bisschen gehört, dann kommt der 31.12.
die letzte große Silvesterfeier in diesem Jahr. Und zwar am 31.12. Silvesterparty. Wir haben ein bisschen was geplant. Und zwar gehen wir ja in ein tolles Restaurant in Kornwestheim. Da ist so eine richtig schöne Silvesterparty geplant mit DJ, mit Alleinunterhalter, mit Samba-Show, mit großem Buffet natürlich. Ganz, ganz viel zum Essen und Dessert und alles, was man sich vorstellen kann. Die Karten haben wir schon reserviert. Die meisten von euch, die dabei sein wollen, oder ich glaube alle, die dabei sein wollen, haben sich mittlerweile auch angemeldet. Aber sollte der ein oder andere jetzt spontan noch sagen, oh, da wäre ich auch gerne mit dabei, teilt's mir mit. Ich werde versuchen, noch ein Ticket für euch zu bekommen. Ihr wisst ja, das Ticket kostet 100 Euro. Dafür ist dann, wie gesagt, am ganzen Abend das Buffet frei, die ganzen Shows, die ganzen Veranstaltungen, vielleicht machen sie auch eine Tombola, das weiß ich nicht. Extra drauf kommen dann natürlich noch die Getränke, das ist ganz normal, aber ansonsten denke ich mal, ist das ein richtig tolles Angebot für den Silvesterabend und auch da freut es mich, wenn ihr euch anmeldet und vielleicht der ein oder andere noch mit dazukommt. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon 2023. Ne? Wir haben das Jahr mit ganz, ganz viel Events, mit vielen Aktionen, mit tollen Dingen gemeinsam verbracht. Ich denke mal, in 2024 geht's genauso weiter. Und ihr wisst ja, es steht ja dann auch schon bald wieder in ein paar Monaten Ostern an, Pfingsten an. Da sind dann die größeren Reisen. Also was heißt die größeren Reisen, aber die größeren Ausflüge mit Übernachtung. Auch da werden wir uns was Tolles einfallen lassen. Auf alle Fälle, es gibt beim Nette-Leute-Treffen immer ganz, ganz viel Programm und mich freut es, wenn ihr mit dabei seid, vielleicht dann auch, wenn ihr noch nie mit dabei wart im neuen Jahr. Und bis dahin, jetzt zu den nächsten Terminen, sage ich erstmal tschüss, euer Nette-Leute-Treff, tschüss, euer André. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten dieses Jahr, wünsche ich euch natürlich ganz, ganz tolle Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund rüber, bleibt gesund und ja, dann sehen wir uns spätestens im neuen Jahr oder jetzt noch bei den Dezember-Terminen. Bis dann, tschüss. Macht's gut. Wir sehen uns und auf bald.